Leichte Veränderung. Bin jetzt unterwegs. Wir werden es sein. Schüsse kommen aus dieser Richtung. Ihr seid unschuldig. Valkyrie ist heiß und im Anmarsch. Sieht schon ein bisschen böse aus gerade. So, brechen wir mal erst hier durch. Und nehmen hier den Punkt ein, damit wir das Tor unterlassen. Ist heiß und im Anmarsch. Wir haben unser Ziel erfüllt. So, dann ziehen wir uns mal kurz zurück. Bilden Truppen aus. Der Tod hat bei unseren Kriegern zugeschlagen. Wir werden gegen jeden Feind standhaften. Unsere Verstärkung ist hier. Weit, verstehe. Bin auf dem Weg. Gut. Wir haben Phantomdruiden. Sind super schwere Infanterie. Sind aufgehoben, Männer. Entwarnung. Ja, wie geplant. Wir haben einen Sieg. Jo. Schwere Artillerieeinheiten. Macht mir mal bitte die Kanone da weg. So viel zu meinen Gardisten. Ich glaube, ich kann bei den Gardisten mittlerweile opfern. Valkyrie ist heiß und im Anmarsch. Frische Wobspin. Da sind sie. Valkyrie ist heiß und im Anmarsch. Da kommen Ogrins runter. Die sind allerdings kein Problem. Oh. Ogrins haben Roddy getötet.
Valkyrie ist heiß und im Anmarsch. Du heizt dich lieber mal hoch. Du bist ein bisschen besser geheilt jetzt. Können wir hier weitermachen. Oh, hier liegen tote Space Marines. So, holen wir uns dann noch mehr Phantomdruiden hier. Gebäude wird angegriffen. Noch ein Pergament aus der Schwarzen Bibliothek. Hm? So, ein Trupp Phantomdruiden. Und ansonsten können wir gerade nichts rufen. Das heißt, du kriegst mehr Lebenspunkte. Bin jetzt unterwegs dorthin. Ausrüstung ist nicht so wichtig wie Geschick. Ja, aber mit Ausrüstung lebst du länger. Verstehe. Bin auf dem Weg. So, jetzt haben wir auf jeden Fall eine gute Portion Phantomdruiden. Ja, Phantomlos und Phantomdruiden. Einheiten, mit denen ich einigermaßen was anfangen kann. Vor allem, weil ich einigermaßen in der Lage bin, mit Phantomdruiden alles einzuebnen. So, schaltet mal eure Phantomkristalle an. Du holst mir neue Warpspinnen. Dann muss der Bunker weg. Jetzt können wir die imperiale Festung, den Erdboden gleich machen. Die erwartete Übertragung der Menschen ist angekommen und wir haben sie abgefangen. Mal sehen, ob der Absender stimmt. Prioritätskanal Secondus. Hier spricht der Aszendant, Azaria Kyras. Fabelhaft erledigt, Sergeant. Das Abschlachten ihrer eigenen Waffenbrüder wird ihnen Korns Gunst einbringen. Ohne das Verwaltungszentrum ist Meridian so hilflos wie ein Baby, das von Wölfen aufgegriffen wird. Bleiben Sie hier in Position und wehren Sie alle Eindringlinge ab. Ihre Belohnung für Ihren Glauben wird bald ausgeteilt. Schädel für Korn. Nein! Hilfe! Lord!
Jo. Kyras ist immer noch der Böse, wer hätte es gedacht. Und wir kriegen ein zweites Geschenk der Alten. Yay. Kein Level-Up. Stachel des lachenden Gottes. Und natürlich Erfahrung für den ausgewählten Trupp. Yay. So, nach der Mission die Warp-Kanone. Habt ihr die Antwort vernommen? Haben wir. Sie kam von Typhon. Merkwürdige Wahl für ein Hauptquartier. Nun gut, gehen wir. Das ist seltsam. Es gab vor 10 Jahren einen Auftrag, der dieses Unterfangen bei Erfolg unmöglich gemacht hätte. Ulfes Versuch, Meridian zu vernichten? Ich hatte davon abgeraten. Die Aktion war viel zu riskant. Das Weltenschiff Ulfe selbst war in Gefahr. Das Risiko war zum Wohl der Lebenden nötig. Wir, sie, lebten immer im Schatten des Todes. Zahllose Gruftwelten der Necron lauern in den Räumen zwischen den Sternen. Es gibt viele Gründe, warum sie als Ultwe, die Verdammten, bekannt sind. Sie haben nicht den Luxus, Prophezeiungen für unsere Toten verfolgen zu können. Trotz deines gereizten Beharrens ist das, was wir hier tun, ehrenvoll. Offensichtlich weißt du nichts von unserem Schicksal nach dem Tod. Eine Eldar stirbt. Wenn sie Glück hat, werden ihre Gedanken und ihr Bewusstsein vom Seelenstein aufgenommen, den sie trägt. Wird dieser Stein zerschlagen, wird sie in den Warp gezogen. Der große Feind Slaanesh nimmt sich ihrer an. Ronan, sei still. Man spricht diesen Namen nicht aus. Sie spürt Dornen, die durch ihre Augen gebohrt werden. Oder eine Klinge in ihrer Brust. Oder Säure in ihrem Ohr. Sie hat keinen Körper, aber sie spürt das. Nicht für einen Moment, sondern jede Sekunde, für immer. Ist es das, wovon ich nichts weiß, Caelith? Denn das ist, was ich sehe und was ich jede Nacht höre, wenn ich meine Augen schließe. Sie schreit und leidet, weil sie ihren Prophezeiungen vertraut hat und ihr Volk nicht. Ihr Bruder konnte sie nicht einmal. Runenprophetin Taldir war deine Schwester. Sie bremste die Blood Ravens aus, als ihr Heer floh. Sie kämpfte für die Lebenden und jetzt leidet sie für alle Ewigkeit. Ja, andere Geschichte, anderes Dawn of War. Zumal das nett ist zu wissen, dass alle toten Eldar, die nicht das Glück haben, in einem Seelenstein gefangen zu werden, in Slaanesh Hölle landen. Da ist mir unser System mit Himmel und Hölle immer noch lieber. Okay, wir haben doch Stufe 6 mittlerweile erreicht. Die Ladung, das Aktivieren des Kraftschildes setzt eine Ladung frei, die im Fall der Fahrzeuge zurückschluss und Lebens. Außerdem regeneriert Energie, solange das Schild aktiv ist. Energiefeld, das ist das Teil hier. Ja, und das Ding kann ich mal wegpacken. Zu viele Fähigkeiten. So, das bitte auf den ersten Slot. Kannst du ruhig haben, auch wenn wir es wahrscheinlich nicht benutzen werden. Eher das hier. Ein Schurikenkatapult für Ronan. Eine Todesklinge. Ein Runenspiel für Elenwe. Todesklinge. Nimm du erstmal das hier. Das Teil verfüttern wir an Veldoran, dass er auch ein Level abkriegt. Nehmt Energie durch Gesundheit wieder auf. Okay. Ja, geben wir das ihr für das für den Stab. Jo. Dann kann das weg. Du brauchst noch ein Level, um das Teil benutzen zu können. Jo, erhöhte Schussfrequenz ist immer gut.
Stufe 7 für sie. Oh ja, für jeden getöteten Feind kriegt sie Gesundheit wieder. Das erhöht ihre Lebenschance ein bisschen. Gut. Wir können jetzt mal einen Überblick verschaffen. Da kriegen wir Banshees freigeschalten. Und da kriegen wir die Fähigkeit für den Phantomdruid freigeschalten. Für den Phantomlord. Wir haben dann später noch den Space Hulk. Ach ja, Tum Golgotha, das ist das mit den Orks. Ja, noch eine Mission anzufangen rentiert sich eigentlich nicht. Wir können aber schon mal in beide Missionen reinhören, wenn wir wollen. Akquisitionen von Nachschub und die Vergrößerung der Armee sind sehr wichtig. Und diese Übertragung zeigt, wo wir etwas finden können. Wir haben da Energiepunkte gefunden, Boss. Sollt uns das abgeben, um sie fertig zu machen. Und warum erzählst du mir davon? Hab gesagt, du sollst da finden und bewachen. Selbst wenn da Menschen nicht zurückkommen, dann kommt irgendwer anders dafür. Wir sollen auf der Energiepunkte Sitzstück machen, dass da Typen zu uns kommen. Das macht doch keinen Spaß. Wir brauchen da Punkte nur lang genug, um Daisy zu bauen. Und dann fängt der Spaß an. Ja, Spaß bei Orks heißt nie was Gutes. Und hier? Nichtsdestotrotz gibt es an der Quelle keine Anzeichen für Aktivitäten. Da stimmt etwas nicht. Das ist zweifellos ein Trick. Vielleicht ein Ablenkungsmanöver oder eine durchdachte Falle. Seltsam ist nicht die Wahrscheinlichkeit einer Falle, sondern die Qualität. Ich würde dies vielleicht von Eldar erwarten, aber nicht von Menschen. Wir müssen mit größter Vorsicht weitermachen. Krieger, wir müssen unser Bestes geben. Darauf bin ich mal gespannt, weil normalerweise kämpft man in der Mission das... Ja, okay, nicht das einzige Mal gegen Elder, sondern das zweite Mal. Jedenfalls als alle anderen Völker. Ich bin mal gespannt, wie das hier ist. Will mich aber nicht zu sehr spoilern. Also ja, warum müssen es hier unbedingt Banshees sein? Auch wenn, ja, Banshees noch die einzige Einheit wären, die nicht freigeschaltet ist. Und hier hätte ich halt das Problem, ich wüsste nicht, ob ich mich dann zwischen dem Illumzar entscheiden sollte oder dem Phantomlord weiter pushen sollte. Ein Antigraf-Panzer. Da ist ein T zu viel. Also gut, aber ich will jetzt nichts mehr länger hinauszögern. Ich werde jetzt hier einen Cut erstmal machen. Und dann werden wir uns in der nächsten Aufnahmesession mit den beiden Missionen, vielleicht sogar schon mit der dritten Mission, auf Typhon beschäftigen. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Also, bis gleich.